Das fand ich ja richtig sehr interessant, wie einfach unser Kanal von heute auf morgen irgendwie über 150 Abonnenten mehr hatte. Finde ich recht schön, könnte ruhig weiter so bleiben. Das spornt einen natürlich umso mehr an, mehr Videos zu machen irgendwie, weil ich fand es vorher nicht schlimm. Ich hatte mir so meine kleine, so, jetzt sind wir in der dritten B3, auch als ich meine kleinen Fangemeinde da hatte, war das schon recht geil, wenn mir ab und zu mal jemand einen Kommentar geschrieben hat, aber jetzt denke ich mir nur so, geil. Ja, dann denke ich mir nur so, geil. Boah. So, wir gehen einfach hier runter und mal killen hier so die paar Mobs, die es die hier gibt. Und dann renne ich weiter runter, dann kriege ich hier ein paar. Wow. Kill dort ein paar und dann gehe ich weiter hier, dann gehe ich hier noch ein paar, dann gehe ich hier und dann sind dann mehrere oder so, hoffe ich mal. Ah, das ist Laufen ohne Ende. Ich hasse dieses Level 90 Getöse. Also bis zu 90 bis Level 100 ist echt öde. Und dann diese unheimliche Musik, die immer tönt. Oh. Ja, jetzt ist er weg. So typisch. Nein! Der bringt mich um. Weiß ich. Der aber nicht. Hoffe ich wenigstens. Nipp. Renn durch! Renn! So. Wenn die Viecher zum Angriff kommen, ist das echt böse. Ja. So. Wir sind gleich da. Dann töten wir diese komischen Käfer. Viecher, die auf Speed sind irgendwie. Weil die total krank sind, werdet ihr gleich dann noch sehen, glaube ich. Zumindestens. Falls die uns mal attacken sollten. Da war doch gerade so ein Viech, oder nicht? Da sind mehrere Viecher. Tadam! Viech. Nein! Renn, 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 renn. Und du greifst auch nicht mehr an, Wolfi, du rennst mir auch hinterher. Renn! Oh Mann! Ich habe immer so ein Glück beim Klicken. Ich klicke sofort diese Scheißviecher an, die mich töten. Irgendwie. So. Der erste Mob-Spot. Und da landen wir auch gleich in One-Hit. Freue mich einfach nur. So. Elixier mitgenommen. Nächstes Mob. Blam, blam. Tot, tot. Nichts fallen gelassen. Oh Mann. Das sieht spannend aus. Nee, Party. Das Witzige an den Viechern ist, an diesen Türmchen ist, schnell zu töten, geben genauso viel XP wie normales Mob, wenn nicht ein bisschen mehr. Das Einzige, was problematisch sein könnte, wenn daraus jetzt so ein übertriebenes, riesiges Scheißviech rauskommen würde, wir können Pech haben und es kommt ein 100er Viech raus, glaube 099er, und es ist ein Giant Party Viech und ja, dann gehen wir ganz schnell hin dafür. Aber so richtig schnell können wir gar nicht mehr reagieren. Aber es lohnt sich für mich. Wartet mal. Mit meinem Glück werde ich sowieso einen Scheißviech rauskriegen. Oder wir kriegen... Wir können auch einen guten Buff kriegen, wir können einen bösen Buff kriegen. Und es kommt... gar nichts raus. Und wir haben keine XP bekommen. Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen. Hm. Wir haben... Burn. Burn, Baby, Burn und... dass die MP verringert wurden um ein ganzes großes Stück, sagen wir es mal so. Also in der Zeit können wir uns nicht neu buffen und haben jetzt auch kein Mana mehr. Ja, geil. So, weiter geht's. Greif an, Mann.
kriege immer so einen halben Herzinfarkt, wenn die Viecher zu nahe kommen. Und wenn solche Viecher zu nahe kommen, dann kriege ich jetzt recht so ein todes Herzinfarkt-Viech. Sollte vielleicht ab jetzt mir nicht mal daran gewöhnen, zu gucken, was für ein Viech das ist, bevor ich das attack. Weapon Elixier! Richtig. Für unsere Waffe. Da. Champion! Fällt mir. Pam. Pam, pam. Pam, pam. Stirb. Sterbi! Sterbi! Tot. Wir haben ein 94er Einhand Sword. Warum? Verstehe ich gerade gar nicht. Ach so, von diesem Champion stimmt 294. Oh, jetzt wird es schön warm hier drin. Oh. Wird ein voll warm ums Herz. Ich sehe, wir sind gerade gar nicht mal mehr gebufft. Und wir haben immer noch Feuer. Na, ich will nicht sterben. Ah. So. Schildelixier. Nehmen wir jetzt auf. Noch ein Elixier. Ach, kein Bock jetzt. Ich glaube, ich geb's auf und nehme keine Elixiere auf. Ich bin echt zu faul für jetzt. Ich muss einfach nur noch entspannen, chillen so ein bisschen und ein bisschen über meine Probleme hier rüber berichten. Die natürlich nichts Natürlich die nicht existieren. Wolfi Level Up, wir gleich auch. Und dann, was mache ich eigentlich gleich? Gehe ich jetzt gleich dann pennen nach der Aufnahme oder? Gin 95. Oh. Nein! Miep! Miep! What the fuck? Das meinte ich mit meinem Glück. 98er Giant, sterben. So. Nam, nam, nam. Nein, ich werde das Viech nicht killen. Ich habe noch nicht mal eine 10-Degree Waffe, das heißt, ich mache eh keinen Damage. Capture the Flag! In 10 Minuten, da will ich dabei sein, da will ich dabei sein, das ist prima. Also wenn es steht 5 Minuten, gehen wir eben Stadt und... Ja. Dann mache ich wieder Capture the Flag, aber nur so weit, dass ich die Mobs kill und dann auch sofort rausgehe. Weil die Mobs bringen schon sehr viel EP. EP, EXP. Und da das mal alle 2 Stunden ist, mache ich das. Weil ich will jetzt endlich auch schneller hier vorankommen. Wir sind 89. 89, genau 89 und nicht weniger. Ja, und schon keine SP mehr. Das wird jetzt richtig brutal, die letzten Level. Und ich muss mir echt überlegen, wie ich das mache. Ob ich wirklich bis 110 on-screen hier mit euch suchte. Oder ob ich dann doch nur bis 101 oder wie auch immer. Ich werde es einfach durchziehen. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich hoffe, ich pack das. Und wenn nicht, dann quält mich und tötet mich. Dann hätte ich es auch nicht anders verdient. Ich weiß immer noch nicht, was ich danach let's playen soll. Also, ich habe schon einige Sachen von Kollegen jetzt gekriegt. Also, wie ich jetzt bei Shock 2 machen soll. Oder Dead Space 2. Ich bin mir aber nie so wirklich sicher, was ich machen soll. Weil, ich weiß es nicht. Oder ich mach mal so eine Runde. Ich weiß, was ich mache. Mir ist gerade ein Gedankenblitz gekommen, den muss ich gleich aufschreiben. Ah, komm. Lauf mal weiter. Lauf mal weiter. Während ich mir laufen, schreibe ich mir das auf. Wird aber eine Überraschung sein. Stimmt. Äh.
So, aufgeschrieben, verewigt in meinem kleinen Notizbuch. Nein, das will ich mich nicht killen. Komm, renn schneller, Charakter. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Ich will nämlich noch vielleicht 90 werden.